Meine Freunde, willkommen zurück zu Total War Warhammer 3 mit der Chaos-Zwergenschlägerei. Wir haben in der Zwischenzeit eine grundsolide Wirtschaft. Wir sind dabei, hart auf die Fresse zu bekommen, sehe ich gerade. Na toll. Na toll. Ah, Konvoi hier, Konvoi da, Konvoi tralala. Hässlicher Typ. Das ist Thorgrim Grollbart selber. Gegen den habe ich. Ich meine, wir haben Mammut. Aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass mir das Mammut die Schlacht gewinnt? Gar nicht hoch. Naja, gut. Wir können ja eigentlich nur gucken, dass wir da halt hier irgendwie wirklich schnell einen Erfolg feiern können. Kein Plan. Das geht hier nicht. Oh. Dieser hässliche. Was ist denn das für ein Low Move? Boah. Das ist jetzt wirklich low gewesen. Wenn ich jetzt schon Bombardment hätte, wir könnten jetzt einfach schon wegbombardieren. Haben wir aber nicht. Das jetzt kommt, bis ich. Ja, die schießen auch schon nach. Kacke. Hässlichen Gyrokopter da. Auf alle Fälle das Mammut direkt reinschicken mit. Die haben auch nicht gerade wenig von diesen scheiß Gyrokoptern. Naja, komm. Ja, da können wir nicht viel machen. Vor allem, da kommt gleich Verstärkung. Das Mammut. Ja, da ist die Verstärkung schon. Das Mammut fällt auch relativ schnell um. Das ist zwar eine starke Einheit, aber da ist es nicht unbedingt dafür gemacht, alleine irgendwo hin zu marschieren. Das ist das, was ich jetzt gerade getan habe. So, wirken schon mal unsere eigenen Zauber. Ich muss auch gestehen, mir ist es auch gerade relativ wurscht, weil wir werden die Schlacht eh nicht gewinnen. Das ist ausweglos. Auf dem Schwierigkeitsgrad ist das nicht möglich. Muss ich leider. Also nicht für mich. Vielleicht gibt es irgendjemanden, der ein Wunder vollbringen kann, aber... Die sind baden gegangen. Tschüss, Konvoi. Scheiße, Alter. Ja, man sollte halt mit den Konvois immer leicht beginnen, ne? Man sollte den Konvoi nie direkt irgendwo in entfernte Regionen schicken. Ich gebe die Niederlage zu. Brauchst doch keine. Ja, ich weiß noch nicht, warum ich selber angeklickt habe. Das sind halt auch Elite-Einheiten. Elite-Regimenter sind da mit dabei. Und Elite-Regimenter sind halt an sich schon mit erfahren. Die rennen halt nicht weg. Die kämpfen halt, bis sie verrecken. Plus er halt selber. Thorgrim Grollbart ist halt auch ein legendärer Held am Ende des Tages. Da kommt meine Karawane natürlich als Frühstück genau richtig. Aber gut. Selber Schuldkrabbe. Wir hätten ja unsere Karawanen erstmal ein bisschen ausbilden und steigern können vom Level her. Aber nein. So, Ogerhilfe. Und das ist halt auch das, was du eigentlich... Was? Wir werden nicht tun. Aha. Okay. Die Arbeiter einer wichtigen Raffinerie haben sich gegen ihre Aufseher aufgelehnt und dabei einen ganzen See voll wertvollem Teer verschüttet. Eine solche Farce im Einflussbereich Sarnagruns ist ein Skandal. Das Konklave der Zauberer hat Satan den Schwarzen gerufen, um die Ordnung wiederherzustellen oder ein Exempel an den Aufständischen zu statuieren, um sich die inkompetenten Aufseher der Raffinerie zu kümmern. Das ist richtig lit. Das machen wir auch direkt. Oder? Warte mal ganz kurz. Bevor ich mich jetzt dahin teleportiere. Wie schaust du aus? Ah. Da bräuchte ich vielleicht noch eine Runde. Wer ist denn das jetzt? Ist das mein Kämpfer? Mein Nahkämpfer? Ja, ja. Was? Schnappt der Glitz? Beschwört eine Einheit Hobgoblin-Halsabschneider. Ja, gut. Schwer zu fassen. Mal ein bisschen Nahkampfabwehr mit rein erstmal.
Ja, die wollen sich jetzt natürlich sammeln. Aber wir könnten auch da lang gehen. Belagerung fortsetzen. Performance sagt auch ciao. Okay. Haben echt nochmal Leute verloren. Finde ich skandalös, sage ich euch ganz ehrlich. So. Besetzen wir das Ganze mal. Und damit sind die imperialen Wachen Geschichte. Und wir können jetzt eine Sache machen. Fleischopfer, Gier nach Magie. Er hat aber nichts mit... bei Zauberer. Er hat nichts mit Magie. Aber er ist eigentlich Zauberer. Ich bin so blöd, ne? So, Trefferpunkte plus 7% für den Schwarzen. Und du? Ah, kriegst nicht, okay. Auf Level 20 wird er unsterblich. Auch nicht unwichtig. Unsterblichkeit zu erlangen. So, jetzt warten wir nochmal ein, zwei Runden. Oh, hier nochmal Erlass mit Kontrolle und Co. Dann Romo uns jetzt hier trotzdem mal. Explosionen. Noch ein. Achso, wir haben extra Konvoi wegen dem Ganzen. Ich verstehe. So, der kommt zurück. Der kommt auch zurück. Muss ich wieder zwei neue rekrutieren. Na toll. Banditenrisiko gering. Das Ding ist, was willst du denn jetzt machen, Alter? Halt, ist mal ohne Witz. Achso, da kann ich gar nicht hingehen. Kann ich zu mir selber hingehen? Ja. Oder ich kann zu mir selber gehen? Ach, wie schick. Ach. Ach. Schicken die Konvois von Tsarnagrund aus. Ach, sag mir das doch mal einer. Das wusste ich bis gerade eben gar nicht. Okay, gut. Naja. Ja, was willst du jetzt da groß machen? Schicken die halt einfach mal hin. Hoffen, dass die ein bisschen leveln können. Und natürlich wäre das nice gewesen, hätten wir die Eigenschaft mit diesen 5 extra Fertigkeitspunkten. Aber vielleicht können wir uns die später noch holen. Mal gucken. So, da werden wir mal ein bisschen umlagern. Sorry. So, einmal so. Opferungen. Und nächste Runde. Können wir das bitte wegmachen hier an der Seite? Nächste Runde machen wir dann die legendäre Schlacht, die sie hier von mir erwarten. Ein Handel mit dem Teufel. Nach einem gewaltigen Konflikt im Reich des Chaos erscheinen vor uns nacheinander Aspekte der 4 Chaosgötter und bieten uns die Seelengefangenen der Dämonen an, mit denen wir die Entwicklung unserer magischen Kreation der Gedeihe voranbringen könnten. Im Gegenzug fordern sie sterbliche Ausrüstung ein, damit sie das Blatt des Krieges gegen die anderen Götter zu ihren Gunsten wenden können. Könnte dies eine Falle sein? Was sollen wir tun? Ich kann mich am Arsch lecken. Mach mein eigenes Ding. Was wollt ihr jetzt hier von mir? Dieser Sitz wurde uns entrissen. Was? Diese hässlichen, Alter. Das war scheiße. Das hole ich mir aber wieder. Das könnt ihr mir aber glauben. Das lasse ich mir nicht bieten. Das ist nice. Plus 2 Rang bei Rekrutierung. So, Stufe 5. Let's go. 11 Runden, Alter. Boah. Okay, dann bauen wir das Ding jetzt trotzdem nochmal. Würde mir schon ein bisschen im Herzen wehtun, muss ich sagen. Aber was macht man nicht alles für die Kohle? Hab ich, sind die hier nicht schon alle fertig? Ja. Tatsächlich. Das gibt mir auch einfach passives Einkommen ohne irgendwas, ne?
Wäre ich ja auch dumm, wenn ich das hier nicht bauen würde. Ja, scheiß drauf. Hier können wir halt nichts anderes bauen. So, das auf 3. Das auf 3, dass sie mir einfach gar nicht auf den Sack gehen können. Warum kann ich hier nicht opfern? Geht ja irgendwie grundsätzlich nie, keine Ahnung. Okay. Der eine Bube darf da die Stellung halten. Ist auch total lustig. Ich habe mir jetzt die Drachentore geholt und die eigentlich die schützen sollen und die schützen jetzt mich. Auch relativ sinnbefreit, so. Okay. Ja. Wobei, das kostet mich die falsche Ressource. Da gibt's so hart auf die Fresse, wenn ich da hingehe. Das habe ich nicht. Einmal ganz hier hoch zum Beispiel. Ach, was wollt ihr denn immer? Waffen? Okay, ich kann nur Waffen. Da unten gibt es noch ein paar. Ja, am Arsch der Welt, oder? Das geht eh alles. Also ich bin mir sicher, die Hälfte von den Jungs geht baden. So, der Weg des Feuers ermöglicht Verschleidung, erleidet Verschleißschaden, aber verkürzt die Reise. Ja, aber habe ich jetzt gerade keine Nerven für. Okay, aber wofür ich jetzt Nerven habe, ist für die... Ne. Für die Questschlacht. War sie dann? Du Lütsch. Du Lütsch. Das gibt's jetzt nicht. Weil er in der, gar nicht, weil er in der Festungsschild. Bewegt einen Arsch aus der Festung. So, jetzt hat. Let's go. Mal gespannt. Ja, das sind auf alle Fälle nur billige Sklaven. Und da gibt es nochmal Brecher zur Unterstützung. Aber wir kriegen auch Unterstützung. Aber da ich so schnell weggeklickt habe, weiß ich nicht was. Mhm, mhm. Schwarzbildschirm. Also ich dachte, jetzt kommt irgendwas. Na dann. Okay. Okay, wir bringen einfach alle um. Damit kann ich leben. Ahu. Ich glaube, wir haben irgendwie schlechte Laune. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Flankiert sie. Boah, wir werden die so kalt machen, Alter. Wir werden die so kalt machen. Die werden sich wünschen, nie geboren worden zu sein. Da kommt mein Flattervieh. Flattert auch schon rein. Hey, wo ist denn meine Bombardment-Fertigkeit, die ich so wertvoll freigeschaltet habe? Hm. So, Los Magios. Hm, wobei, vielleicht lieber hier hinten. Aber das sieht mir sehr juicy aus. So, Plänkelmodus an. Was sind die denn? Die denn für eine Range? So. Was, die haben Fernkampf? Die haben auch Fernkampfangriffe? Sehr cool. Okay, die rennen sehr schnell weg, sind halt Billo-Bauern. Aber da wird ja irgendwas noch kommen, also... Ich denke jetzt nicht, dass es das dann gleich war. Einmal kurz Rüstung hier draufschmeißen. Hast du deinen Zauber gewirkt? Oh lol. Der hat seinen Zauber so hart gewirkt.
Digga. Der hat einfach alleine gerade. Der hat über 200 Kills, Alter. Oh, Feuersäule. Der Typ ist lit, Alter. Der Typ ist richtig on fire. Ihr kümmert euch um den feindlichen Anführer. Wo ist denn mein Centaurus? Einmal da rein. Es ist so unübersichtlich und chaotisch. Die Hälfte von denen rennt eh schon weg. 500. 569, Digga. Geil. So. Wen kann ich denn jetzt heilen? Gar keinen. Na gut. Entkräfte mal hier das Zentrum. Wie scheint, steckt mehr hinter diesem jämmerlichen Aufstand. Ah, wir haben unsere Waffen von Zar freigeschaltet. Oh, okay. Okay. Eine List, eine feige List, um die vor den eigenen Toren zu demütigen. Also die wollen uns vor unseren eigenen Toren demütigen. Das wird nix. Position einnehmen. So, na gut, den nutzen wir später. Gehen jetzt erstmal schnell in Formation. Richtet die Kanone von Zar Nagrund auf diesen Abschaum. Machen wir gleich. Oh fuck, das ist scheiße. Ah, verdammt, das ist nicht gut. Okay. Ihr guckt, dass ihr den vielleicht direkt tötet. Eine Planänderung. Angriff. Nicht zurückziehen. Angreifen. Rückzug hat nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt hätte. So, wo ist denn mein kleiner Skaggy? Skaggy Waggedy, Alter. Lass mal den Typen da kalt machen. Tödlicher Ansturm, würfeln, alles rein. Mach den kalt, Alter. Komm, schauen wir mal, was die Dinger so drauf haben. Ich glaube übrigens, das ist gar nicht meine Kanone. Also es ist gar nicht die Fertigkeit, die ich freigeschaltet habe. Was rührt denn der hier so rum, Alter? Oh, scheiße. Ich dachte mir, das ist so ein easy Ding, Alter. Dass da so viel Zeug noch kommt, hätte ich jetzt aber nicht gedacht. So, wie läuft's hier so mit dem Töten von dem Typen? Da denn los? Das ist auch der sinnloseste Feuerwirbel, den ich gesehen habe heute. Achtung. Kannst du, willst du, mach mal. Das ist richtig und wichtig. Der Typ ist so hart MVP. Weil er irgendwie keine Kills gemacht hat mit der Aktion. Was macht der da hinten? Digga, der jagt die einfach. Chill mal. Geh mal da auf die Bogenschützen hinten drauf. Geht weg. Was ist eigentlich mit dir los? So, er hat 11 Kills gemacht und der ist gleich tot. Sehr gut. Ja, er ist tot. Seht, wie die Grünen heute vor uns kauern. Zeigt ihnen keine Gnade. So, der muss auch noch sterben. Ja. Dürft euch gerne zurückziehen jetzt tatsächlich. Gucken, was der so bringt. Ja, hier ist so gar nichts. Okay. Wir lassen das mal explodieren. Komm, mach mal so, Alter. Das wird, glaube ich, ein richtiger Banger. Solange sich meine eigenen Einheiten erwischt.
Ja. 584, 85. Ja, ist okay. Boshafter Götze. Sachen gibt's. Das ist mein Flattervieh hier. Sind alle am Weglaufen, weil der Anführer gestorben ist? Oder was ist das mit denen? Ach, so ein Chaos, echt. So, ihr nehmt euch alle ihm vor. Alle Debuffs rauf, die ich finde. Egal. Nochmal deine Zauber anschmeißen. Nochmal die Kanone hier reindrehen. Ja, die macht schon gut Damage. Okay, aber von wo schießt denn die eigentlich? Von hier irgendwo wahrscheinlich. Hier muss irgendwo eine Kanone sein. Ja, irgendwo schießt auf alle Fälle was. Ich überlege. Aber ich denke mir gerade so, scheiß drauf. Lass mal eine Feuersäule da einfach rauf spawnen. Als ob das so wenig Leute killt, Alter. Die Fackeln noch weg? Die sind alle tot? Genauso wie meine gesamte Armee übrigens auch gerade. Was ist denn durch? Runde 3 oder was? Wo ist er denn jetzt? Der ist aber auch sehr zäh. Sehe ich gerade. Der nimmt mich auch ein bisschen... Ah, ist gar nicht so toll. Hau mal ab. Better safe than sorry. Also... gar nicht so ohne. So, nochmal einen allgemeinen Buff für unsere Einheiten da drin. Ja, okay, ist was. Weil ja leider der noch nicht tot ist. Scheint aber auch keinen zu interessieren, so wirklich. Na gut. Der Aufstand wurde erfolgreich niedergeschlagen. Oder kommt jetzt nochmal was? Das wäre jetzt natürlich das ultimative Nonplusultra. Nein, das war's. Ja, am Ende des Tages haben wir 1000 Mann verloren von 2000. Die haben 4500 gehabt und haben alles verloren. Bis auf 1000. Wir hatten noch 1100, die hatten noch 1000. Aber wie gesagt, das Ding ist durch. Die erste Armee war ja Trash. Das Hauptproblem waren... Die letzten zwei Armeen, die kamen, die waren nämlich ein bisschen unschillig. Aber wir haben es auch wieder mal geschafft. Und ja, keine Ahnung, was du jetzt hier machst. Nehmen die Arbeitskräfte, die können wir wieder entspannt reinstecken. Rüstung, durchdringender Schaden, Führerschaft-Bonus, Granitwachen und das Runenschild haben wir bekommen. Da muss man jetzt gleich mal gucken. Das sieht mir nämlich sehr juicy aus. So, jetzt schauen wir erstmal. Ja, hat er am Ende doch gut auf die Schnauze bekommen, muss ich gestehen. Fand ich nicht so toll. Er hat sogar direkt ausgerüstet. Verlust, Verstärkungsrate, Geschossresistenz, Rettungszauber, Runenschild des Chaos, passive Fertigkeit. Immun gegen Kontakteffekte. Wirkt sich auf Verbündete aus. Einheit mit diesem Attribut ignorieren, zum Beispiel Gift. Hm. Sehr schön. Naja, ganz toll, auf alle Fälle. I like it. Was sind da jetzt stärker? Also das ist ein Upgrade zum Riesentaurus, okay.
Meine Liebe, du hast gute Arbeit gemacht. Der Zauberer verzaubert die Waffen seiner Verbündeten, die... Ich finde das eigentlich gar nicht so schlecht. Das ist eigentlich ein cooles Ding, glaube ich. Das ist... das ist auch ein das ist ein Support-Magier, ne? Achso, ich habe nichts mehr übrig. Das ist ein Support-Magier, den sollte man auch auf Support spielen. Angriffsbonus, let's go. Okay. Okay. Können wir denn noch so bauen? Hier können wir jede Menge bauen. Einfach so, just for fun, passives Einkommen, ne? Kommt bessere Festung. Und hier, wo ist denn das Ding? Gut, die ist hier relativ safe, muss ich sagen. Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass jetzt hier direkt mir irgendeiner auf den Sack hauen will. Was ist jetzt hier eigentlich das Problem? Arbeiterbevölkerung. Ich habe zu viel Arbeiter. Ja, man kann nicht alles haben. Okay. Also doch, man kann schon alles haben. Rein theoretisch? Nee, glaube ich, geht nicht. Ich habe nämlich gerade überlegt, ob wir die Arbeiter auch rein theoretisch in die Provinz... Doch, geht. Und das dürfte eigentlich total irrelevant sein, weil es ja nämlich hier nicht möglich sein wird. Das ist eigentlich eine gute Idee. Aber was wir jetzt erstmal machen ist, das hier mal dort unten hinschicken. Ja. Sklaveneinfluss. Und wenn wirklich, können wir auch noch die Kontrolle ein bisschen erhöhen. Aber ja, das muss man halt auch bedenken. Das ist nicht alles Gold, was glänzt. Ne? Viele Arbeiter bedeuten auch langfristig ein paar Probleme. Und das Einzige, was ich jetzt machen werde, ist das mir wiederholen. Nee, das hier geht nicht. Ach, verdammt. Das würde ich mir schon gerne holen, ne? Die Armee, das ist das gleiche Ding, was wir gerade in der Schlacht hatten, by the way. Aber ich hole mir jetzt das hier. Und würde an der Stelle sagen, ich bin raus für heute. Euch allen einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.